Es ist keine angenehme Überraschung, weil auch Sie in diesem Moment erfahren, oh, ich werde hier ethnisiert auf einmal, ich werde in dieses Boot geholt, in diesen rassistischen Diskurs reingeholt und ich dachte ja, ich stehe am Spielfeldrand und schaue mir das Spiel so an und bewerte das, weil ich bin, Weißsein ist normal oder Weißsein ist objektiv. Und den Zahn ziehe ich Leuten. Ich sage, nein, 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 du bist schon mit auf dem Spielfeld, du bist positioniert. Es geht nicht um Schuld, es geht also auch ganz wichtig nicht darum, wer der bessere Mensch ist. Schwarze sind nicht die besseren Menschen, auch Türken nicht und, oder so. Das ist nicht der Punkt. Es geht hier nur darum, gewisse Machtstrukturen mal aufzudecken und auch zu sehen, wie die sprachlich tradiert werden. Und es ist ganz wichtig, natürlich die Mehrheitsgesellschaft in diesen Diskurs reinzuholen. Also bislang war es ja immer so, Rassismus war ja immer unser Problem. Also wir mussten uns damit rumschlagen. Und irgendwann habe ich gedacht, bist du verrückt? Kann doch nicht wahr sein. Letztendlich, ich kam voll integriert auf die Welt, muss ich sagen. Mir wurde dann suggeriert, irgendwas stimmt mit dir hier nicht, ja. Und es ist natürlich, von daher, das ist natürlich ein unwürdiger Prozess, da haben Sie ganz recht. Das ist total erniedrigend, aber da müssen wir durch, aber die deutsche Mainstream-Gesellschaft muss eben auch mal sich das eigene Weißsein, die Geschichte von Weißsein, die Zentriertheit von Weißsein und die Privilegien, die Weißsein mit sich bringt, anschauen. Also dass gewisse Positionen besetzt wurden über Zeit und dass das als selbstverständlich wahrgenommen wird. Weil Angela Merkel nicht im Bundestag steht und sagt, ich als weiße Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, wenn sie das mal so klar aussprechen würde, dann wüssten wir, wo der Hase läuft. Weil der Finger gezeigt wird immer nur auf die anderen, auf die Ethnisierten. Aber die Sprecherposition wird nicht benannt. Gut, aber was Angela Merkel tut... Und nicht nur Angela Merkel, sondern auch viele Teile aller politischen Parteien ist darauf Wert zu legen und sich zu markieren, wir sind eine christliche Gesellschaft. Neuerdings ja christlich-jüdisch ja, sogar. Ja, aber Sie werden verstehen, dass ich damit gewisse Probleme habe, denn 1960 Jahre wollte das Christentum das Judentum umbringen, weil anscheinend das Judentum Jesus umgebracht hat, was die Christen erzählt haben, damit sie Juden umbringen können. Und die plötzliche Umarmung nur nach dem Motto, Hauptsache wir sind alle gegen Muslime, ist schwer nachvollziehbar als Amnesiegrund, dass Juden vergessen, was 1960 Jahre passiert ist. Und trotzdem, ich will das nochmal ansprechen für uns alle. Also in der Tat, sie, Politiker sagen nicht, wir sind weiße Deutsche. Aber was sie sagen neuerdings, ist, wir sind christliche Deutsche. Das ist eine Markierung, und zwar eine Selbstmarkierung. In der Selbstmarkierung steht aber anderes drinnen. Sie schütteln den Kopf. Ich denke nicht, dass die Politiker sagen, wir sind eine christliche Gesellschaft. Also ich bin Christin und ich bin Katholikin und ich habe hier in Berlin zumindest, in Bayern ist es ganz anders und in Süddeutschland, aber hier wird man belächelt und auch ziemlich harsch in die Kritik genommen, wenn man sagt, dass man Katholikin ist und nicht erst seit diesen ganzen Ereignissen. Ich sprach von den Politikern. Also es gab spätestens mit dem Bundespräsidenten Wulff. Und die Diskussion, Sie haben es ja ironisch angedeutet, dieses Deutschland ist basiert auf christlich-jüdische Tradition und so weiter. Das heißt, plötzlich ist da etwas wichtig geworden, muss hervorgehoben werden, hat eben eine Selbstmarkierung. Man markiert sich selbst. Aber das hat natürlich sofort die Abgrenzung gegen andere, die entweder mitnehmen, so zu sein, auch wenn sie eine andere Religion haben oder ein Problem haben. Und das funktioniert ganz schnell, obwohl diese Gesellschaft beispielsweise 40% Atheisten sind, erklärte, und viele Mitglieder der, auch der jüdischen Gemeinschaft, aber auch der katholischen und protestantischen Kirche nur auf dem Papier. Und plötzlich sind alle Christen. So schnell geht das. Sind diese Reflexe, die stattfinden, was kann man denen entgegensetzen? Wie klärt man sich darüber auf und damit aber auch die Gesellschaft? Das finde ich echt auch super gefährlich. Also ich selbst bin konvertiert zu Muslima von Agnostikerin für einen Tag in einem offenen Brief an den Präsidenten Wulff. Also ich wurde angerufen, ob ich mit unterschreiben würde unter einen offenen Brief von Muslima und gehörte dann tatsächlich zu den 15 Unterschreibern. Und ich habe sehr lange nachgedacht, ob ich das machen kann als jemand, der lange als Atheistin im Widerstand sogar seiner Zeit als ganz kleines Mädchen und so das machen kann und durchaus mit sehr jungen Jahren Sarah Tanilis grundlegende Kritik des Islam aufgesaugt habe und Feministin war und so weiter. Und ich habe mich an
an diesem Tag entschieden, frei nach Sartre, bei aller berechtigten Kritik natürlich auch daran, man wird nicht in dem Fall als Muslima geboren, sondern man wird zu Muslima gemacht. Und das ist die Erfahrung, die ich habe, dass ich seit Jahren, vor allem seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe, ständig auf irgendwelche Podien eingeladen werde, wo es um den Islam geht. Ich sage, sorry, ich habe keine Ahnung. So, also bis auf den tradierten Islam, den ich von meiner Oma mitbekommen habe, kann ich euch nur erzählen. Und wo ich immer wieder auf diese Rolle, und das war so ein Tag, wo ich gesagt habe, okay, wenn der anti-islamische Rassismus anfängt, dann werde ich zu Muslima. Also in nomina und in politica. Also ne, für den Tag bin ich Muslimin geworden. Und was aber gefährlich daran ist, ist tatsächlich, dass es eine Re-Ideologisierung, Re-Ethnifizierung gegebenenfalls einfach bei den Ausgeschlossenen verursacht, genauso wie bei denen, die sich selbst markieren. Und das spaltet wiederum Gesellschaft und das bringt uns zivilisatorisch ja vielleicht auch nicht unbedingt weiter, wieder in Religion und tiefsten Glauben zu fallen. Ich würde ganz gern zum Schluss, bevor wir ins Publikum gehen, weil wir haben es ein paar Mal angesprochen, diesen Begriff der Integration aufgreifen. Alle verwenden ihn. Alle. Alle politischen Parteien, alle Journalisten, alle Publizisten, selbst diejenigen, die beteiligt werden an diesem Prozess mit Migrantenhintergrund, ohne Migrantenhintergrund, alle verwenden ihn. Wenn ich jetzt hier sagen würde, es gibt kaum einen rassistischeren, diskriminierenden Begriff, als wenn in einer Gesellschaft ein solcher Begriff wie Integration angewendet wird. Habe ich da Unrecht? Ich würde sagen, geil, Bruder, herzlich willkommen. ich kenne sie ja nicht nur aus dem, wie ich beobachtet habe und ihr politische Couleur und so weiter. Wenn so Leute aus so einem Kontext sowas sagen, dann finde ich es schon mal echt ein geiler Schritt. Warum? Weil das genau exakt für mich den Kern trifft. Es geht nicht um Integration. Und Sie haben vorhin nach Strategien gefragt. Ich glaube tatsächlich, das mag daran damit zu tun haben, dass ich selbst immer Enttäuschung erlebe, wenn ich versuche, sprachlich das zu umschiffen oder neu zu definieren. Ich glaube, es geht einfach über Auseinandersetzungen, um Kämpfe. Also Public Enemy hat gesagt, fight the power und nicht fight the language oder es ist the speech, das ist ja Quatsch, fight the power. Also es ist eine politische, soziale Auseinandersetzung. Wenn Sie da angekommen sind, finde ich sagen, Halleluja, super, lassen Sie uns mal reden, was wir zusammen machen können, weil das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir es schaffen, eine Debatte anzustoßen, die deutlich macht, es geht eben nicht um Integration. Und zumindest nicht so, wie er uns sage ich jetzt, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft, so präsentiert wird. Es gibt einen wunderbaren türkischen, Scheinman wird den kennen, Sprichwort. Er sagt, wer mit Blinden schläft, wacht als Schielender auf. Das ist wunderbar, bezogen auf diese ganze Thematik, die wir haben. Natürlich sind wir ständig umgeben von Leuten, die blind sind. Und das führt dazu, man kann sich dem gar nicht entziehen, dass man natürlich auch anfängt zu schielen. Man übernimmt die Begrifflichkeiten, auch man versucht sich darüber zu legitimieren, dass man den Gegenpunkt macht. Ne? Also ich finde es, ich hätte das nicht unterschrieben beispielsweise, ich verstehe aber den taktischen Moment und ich finde es eine bodenlose, rassistische Frechheit, dass so ein Schwachsinn wie Sarrazin, also diese pure, plumpe, rassistische Kram, so diskutiert wird in diesem Land, ohne dass jemand sagt, jetzt Leute, mal Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, es geht los. Also da muss ich intervenieren. Also bitte. Kirche im Dorf lassen ist übrigens auch ein sprachliches Bild, das ist spannend, ist mir klar. Aber das sagen viele Rassisten auch, das habe ich also extra gesagt. Warum keine Synagoge, warum keine Moschee und muss es überhaupt ein Religionssymbol sein? Und trotzdem, ich meine, kann man die Kirche, die Moschee, die Synagoge oder einfach ein Gebäude im Dorf lassen? Wenn denn doch nicht Sarrazin das Entscheidende ist, aber die Resonanz auf Sarrazin. Kann man das einfach... Und Kelleck. Das ist jetzt ein anderes Thema. Kann man das,
das ist genau, das? Aber das sage ich ja gerade. Nein, das meine ich, das Beispiel, das ist exakt ein richtiges Beispiel, das ist genau das, was ich sage. Also man kann sich, ich meine jetzt in sprachpuristischer Hinsicht, kann man sich dem nicht entziehen. Aber natürlich, es ist doch klar, dass da eine richtige Industrie entstanden ist von Stichwortgebern, die genau diese Debatte befeuern. Also wenn Leute auf einmal sich, also als Sozialarbeiter, sich mehr generieren als Gesellschaftsanalytiker, ich kann das nicht ernst nehmen. Also ich nehme es, vielleicht muss ich es nochmal sagen, ich muss es ernst nehmen, weil wenn man die letzten wissenschaftlichen Untersuchungen genommen hat, die für mich übrigens einen Teil des Erfolges dieses Buches repräsentieren, auch der medialen Resonanz, die ja zwischen Spiegel, FAZ und Bild-Zeitung auch funktionierte, wenn man also weiß, dass die letzten Untersuchungen deutlich machen, dass auch gerade in der Schicht derjenigen, die 2300 Euro und mehr verdienen, also die bürgerliche breite Schicht, sowohl der antisemitische als auch der rassistische Ansatz nicht nur deutlich qualitativ und quantitativ steigt, sondern dass man sich auch dazu offen bekennt, aber Sprache braucht, kommt zurück auf unser Thema Sprache, nämlich eine Sprache eines Sarrazins, die eine andere Sprache ist als die der Springerstiefel, aber genau dasselbe inhaltlich transportiert, dann merkt man, dass wir in der Tat kein Problem nur haben mit dem, der das Buch geschrieben hat, sondern mit einem Teil, und zwar keinem kleinen Teil mehr unserer Gesellschaft. Aber noch einmal, deswegen auch in dem Kontext, was Sie eben angesprochen haben, Integration. Was ist das eigentlich, was damit gemeint wird? Und warum hat sich dieses Wort so unglaublich etabliert und ist so wenig in Frage gestellt? Das wird in Frage gestellt. Und natürlich wird dagegen der Diversity-Ansatz gestellt, diskursiv. Naja, also es ist schon. Aber Integration ist natürlich eine enorme Worthülse. Also bei eine enorme Worthülse stellt das Wort Integration meines Erachtens dar. Ich war im Laufe der letzten zwei Jahre öfter mal anwesend bei Veranstaltungen, wo es gerade um Medien und Minderheiten ging, auch unter Beteiligung von Regierungspolitikern. Und ich habe die Frage wirklich sehr oft gestellt, was zum Teufel meint, verstehen Sie eigentlich unter Integration? Können Sie mir das mal erklären? Und da kommt nicht unbedingt sehr viel, das ist auch bezeichnend. Das letztendlich läuft dann darauf hinaus, dass irgendwer sich an irgendwas anpassen soll, was hier vonstatten geht, weil man selber ja schon länger da ist, als der jetzt gerade irgendwie dazugekommen ist. Nur dadurch wird ja auch die eigene deutsche Gesellschaft letztendlich als etwas sehr Homogenes dargestellt, was sie natürlich nicht ist. Also es gibt ja irrsinnig viele Stratifikationen in der deutschen Gesellschaft und letztendlich konnte mir noch nie überzeugend dargelegt werden, woran zum Teufel sich irgendjemand oder worein sich irgendjemand integrieren sollte in Deutschland. Ich glaube, es ist so ein bisschen ähnlich wie, es geht ja um Sichtbarkeit. Also ich glaube, das Wort Integration, es ist nicht klar, wer da sozusagen eigentlich die Fäden zieht, ne? Irgendwie ist nicht klar, genauso wie mit dem, das, was eben meint, dass man vom Weißsein erst reden muss, um die mit ins Boot zu holen. Ja? Bei Integration gibt es ja anscheinend ein Problem. Sind aber nicht die, die von der Integration sprechen. Weil wenn ich von Integration von den anderen spreche, dann bin ich bin eigentlich das Problem. Es geht ja um Assimilierung, es geht um eine Problematisierung, ja? Die dann eigentlich irgendwie auch ökonomisch, sozial, ethnisch, wie auch immer markiert ist. Aber ich glaube, das Wort Integration ist immer so problematisch, weil es ist schon wieder dieser objektive, neutrale Sprecher, der von der Integration spricht. Ja? Ich glaube, das ist auch so problematisch. Wollen Sie noch was sagen?